Mein Name ist René und ich möchte euch heute meinen Fiat Panda 4x4 vorstellen. Ja, der Fiat Panda 4x4 hat ca. 45 PS meines Wissens nach in dieser Version und wiegt ca. 800 Kilo. Der Allradantrieb ist denkbar simpel. Im Normalfahrbetrieb ist das immer mit Vorderradantrieb unterwegs und dann gibt es zwischen Schaltknauf und Handbremszug noch so einen Gehstock, den muss man ziehen und dann wird der Allradantrieb aktiviert. Das ist dann ein starrer Durchtrieb zur Heckachse. Das heißt, da hat man dann auch unter Umständen auf hartem Untergrund den klassischen Transmission Wind-Up. Der hat gelaufen jetzt 142.000 und ist Baujahr 92. Was der verbraucht, weiß ich nicht. Also circa, je nachdem, um die 8 Liter im Drittelmix. Ja, der möchte super haben und da der ja schon was älter ist, auch eine Möglichkeit kein E10. Ja, wie kommt man dazu, sich so ein Fiat Panda 4x4 von 92 zuzulegen? Das ist jetzt eine etwas längere Geschichte. Also eigentlich fahren wir, also meine Familie und ich, 3 Kinder, 2 Hunde, einen Land Rover Defender 110 von 2013. Und da der möglichst lange halten soll, haben wir gedacht, so, wir brauchen doch irgendwann mal so einen Landy-Schoner. Und da das nach Möglichkeit auch so ein interessantes Auto sein sollte wie der Landy, also nicht so eine moderne Knutschkugel, rundgelutscht, ja, haben wir mal geguckt und unter anderem im Fernseher mal die schöne Sendung Grand Tour mit James May, Jeremy Clarkson und Richard Hammond. Und da haben die so eine Tour durch Kolumbien gemacht. Der James May, der fuhr dann eben Fiat Panda 4x4. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir uns mal umgeschaut haben bei Mobile und wo man sonst so schaut. Und die meisten sind halt eher in Italien zu finden. Und hier sehr selten zu finden, da gab es wirklich nur eine ganz geringe Auswahl und wir haben unseren dann gefunden in Ahrweiler. Ist ja da Richtung Eifel und da war der im Forstbetrieb im Einsatz und ja, so ist er dann zu uns gekommen. Also bekannte Schwachstellen, nachdem wir uns da vorher ja eingängig informiert haben, ist vor allen Dingen der Rostbefall, wo man besonders darauf achten muss. Die Technik soll wohl ansonsten recht robust sein. Wir haben ihn jetzt auch noch nicht so lang, deswegen haben wir noch nicht so viel Erfahrung mit, aber das ist zumindest das, worauf man achten muss. Und ja, was wir bisher so feststellen konnten, steht er eigentlich ganz gut da. Der fährt sich im Alltag, wenn man vorher in Land Rover 110 gewohnt ist, unglaublich wendig und schnell. Man sitzt quasi auf der Straße und meint immer von einem anderen Verkehr überrollt zu werden. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ist auch sehr ursprünglich, weil der kaum Technik hat, kein Airbag, kein ABS, genau wie der Land Rover. Kannst du das dann machen, dass du, wenn ich jetzt hier hochziehen? Ja, also erstmal runterdrücken, runtergedrückt halten und jetzt, ja, okay. Ach, der hat das. Da siehst du mal, wo der Lader sich hier abgeguckt hat. Ist ein ganz kleiner Motor mit nicht mal 1000 Kubik. Der hat jetzt schon Einspritzungen, wie man da offensichtlich sieht. Und gilt als äußerst robust.
Und ja, das ist halt eben auch noch so eine Idee von dem Auto, dass ich halt gerne mehr selber daran machen möchte. Und da ist so zum Lernen halt eben so ein möglichst einfaches Auto wie dieses hier, sag ich mal, besser geeignet als der Landy. Da versuche ich das zwar auch, aber es ist halt eben gerade, was so die Motortechnik angeht, mit dem ganzen Elektronik-Firlefanz schon sehr schwer. Die Reifen sind ja ziemlich small, ne? Was ist das für eine Größe? 145, 80, nee, 135, 80, R13. Und der wurde standardmäßig immer mit Winterreifen ausgeliefert. Und auch vielleicht noch interessant, der wurde gebaut in Österreich bei Steyr-Puch, wo ja bekanntlich auch das G-Modell gefertigt wird. Von Steyr-Puch stammt auch der Allradantrieb. Von daher ein halber Österreicher. Ein halber G. Halber G. Auch fast so kantig. Hier ist jetzt natürlich alles drin, was man zum Offroad-Fahren braucht. Sprich eine Handseilwinde, ein Greifzug mit Seil, eine Umlenkrolle. Das sind die Sachen, die wir uns dann so mit den ersten Offroad-Erfahrungen im Landy zugelegt haben. Verschiedene Gurte. Der hat ja nicht so richtig den Boden frei. Nee, der ist, glaube ich, 5 cm höher gelegt worden. Aber das ist alles. Der hat hinten auch noch Blattfedern. Es gab sowieso nur 2 Möglichkeiten. Entweder einem gefiel das Auto oder man hat es gehabt. Ich habe es geliebt. Also ich war völlig begeistert von diesem Auto. Ja, wir sind auch begeistert. Ich habe dann hinterher abgegradet auf den Uno. Das ist wohl auch ein beliebtes Umbauprozedere für den Panda, dass man da einen Uno-Motor oder beziehungsweise die Paste, ja, sie sind ja dieselben Motoren. Besonderheit im Innenraum ist das Pandometer. Lass mal schauen. Ja, das hier ist das Pandometer, wo man den Neigungswinkel sehen kann. Der neigt sich allerdings schon bei der Ampel beim ersten Starten so stark, dass man meint, man hebt gleich ab. Deswegen, also man soll ja eh nach Popometer fahren, aber es ist auf jeden Fall ein lustiges Gimmick. Ja, das hier, das ist eben dieser besagte G-Stock, so wird er wohl in der Szene genannt, wo man dann den Allradantrieb mit einschalten kann. Und genau wie beim Land kann der manchmal ein bisschen zickig sein, so was das Auskuppeln des Allradantriebs ist. Da muss man dann auch wie beim Land eben so ein bisschen vor- und zurückfahren und dann geht er wieder raus. Ja, aber das ist schon alles hier an Sonderausstattungsfeatures. Also erster Eindruck ist überwältigend. Ich bin ja hinterm Carsten hergefahren und weiß ja, was der Landy so kann. Und da waren so einige Stellen, wo ich dachte, mal gucken, ob der kleine Panda das schafft. Aber hat tatsächlich bisher alles geschafft. Von daher bin ich stolz und begeistert. Was könnte uns helfen? Bergebleche? Ja, vielleicht hier eine Fußmatte und da oder ein Bergeblech. Ich hätte Max-Trex im Angebot. Ich würde ja sagen, setz dich mal rein und wir versuchen dich mal eben durch das Loch durchzuschieben. Wer braucht, du hast hier noch einen Push? Muss ich mitschubsen? Ich muss ja filmen. Kannst du alleine schubsen? Okay. Okay. Yeah.
Die gute alte, er braucht schon eine Winde. Was für Anfänger. Echt, ey. Probleme. Das war die griechische Methode. Die rumänische. Nee, die griechische. Kostet ja fast gar nichts. Ja, geil. Ich fasse es nicht. Unglaublich. Also das Einzige, was öfter gefragt ist, ist der Auspuff. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ja, er ist auf der gleichen Höhe wie der Durchtriebsstrang. Ja, aber und der hat da auch so eine Platte. Ja, dann sitzt er aber nicht auf, dann sitzt die Platte auf. Ja. Ja, Fazit nach dem ersten Offroad-Einsatz mit dem Fiat Panda 4x4 Baujahr 92. Das ist wirklich unglaublich, was dieses kleine Auto mit dieser geringen Bodenfreiheit und den kleinen Reifen alles schafft. Es ist halt sehr leicht und dadurch hat es viele Handicaps, die größere, richtige Geländewagen haben, nicht. Ja, also kann man nur empfehlen. Wir haben das richtige Auto gekauft. Die perfekte Ergänzung zu einem Land Rover Defender 110. Der kleine Bruder. Gibt's noch was du dran machen willst? Was wir noch dran machen wollen, also natürlich muss auf jeden Fall noch ein Gepäckträger hin und vielleicht eine etwas größere Bereifung. Und dann gucken wir mal, was da vielleicht dann noch mehr geht mit etwas geländetauglicheren Reifen. Aber das wäre dann eigentlich auch alles, weil schwerpunktmäßig soll der einfach als Landyschoner gerade für die kurzen Strecken eingesetzt werden, also sprich Stadtverkehr, was man nicht mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln hinbekommt. Ja, und dafür ist es, wie gesagt, optimal.